Wir kommen zur letzten Gesprächsrunde. Dieses Mal geht es um die Stadtteile, die mir unter anderem über die Zukunftsspaziergänge auch wirklich sehr ans Herz gewachsen sind. Und man unterschätzt das ja, wenn man von außen kommt und Münster sich so anschaut, wie viel urbanes Leben, aber auch wie viel ländliches Leben in den Stadtteilen stattfindet. Und ich darf nun erstmal nach oben bitten, dann stelle ich sie Ihnen auch gleich vor. Die Vertreterinnen aus Angelmodde, Kinderhaus, Amelsbüren und Handorf, ich glaube, die genannten wissen, wer gemeint ist. Frau Runge, Herr Hömberg, Frau Eimann und Herr Sauer. Und dann stelle ich sie gleich noch in Ruhe vor. Bitte einen warmen Applaus für die Stadtteile. Hallo. Hallo, Frau Runge. So, das Schöne ist, wir haben hier nicht nur vier unterschiedliche Stadtteile, also sehr unterschiedliche Stadtteile am Tisch, sondern wir haben auch aus den Stadtteilen jeweils Menschen, die in den Stadtteilen in sehr unterschiedlicher Funktion unterwegs sind. Und darum geht es hier bei dem Gespräch jetzt nicht darüber zu reden, was ist ähnlich, was ist nicht so ähnlich, sondern eigentlich wollen wir versuchen, diese Stadtteile über sie mit ihrer Funktion jeweils etwas besser kennenzulernen. Und wen haben wir dort? Ganz außen sitzt der Herr Hömberg, Magnus Hömberg. Er ist zweiter Vorsitzender von Westfalia Kinderhaus, ein Sportverein. Herr Hömberg, wie viele Mitglieder haben Sie? Wir haben derzeit noch so circa 2000 Mitglieder. Noch so circa 2000 Mitglieder. Man könnte schon sagen, das ist ein Unternehmen, das Sie da vertreten. Das ist ja durchaus mehr als nur ein kleiner Verein. Dann haben wir Lisa Eimann dort sitzen. Sie ist Vorsitzende des Gewerbe- und Handwerkervereins Amelsbüren e.V., aber auch Unternehmerin. Was machen Sie? Wir betreiben einen Saunabetrieb in Amelsbüren. In Amelsbüren kann man zur Sauna gehen. Da muss ich auch mal vorbeischauen, glaube ich. Dann haben wir Frau Runge, eine Frau ohne Sauna, weil sie ist nämlich eine Schulleiterin in der Eichendorf-Schule in Angelmodde und ich durfte sie schon beim Stadtteilspaziergang kennenlernen. Frau Runge, wie viele Schülerinnen und Schüler haben Sie ungefähr? 220, das ist eine Grundschule im Südosten. Okay, gut, wunderbar. Und dann habe ich hier ganz direkt neben mir Hans-Dieter Sauer, er ist Pastoralreferent bei St. Petronilla, ist das richtig, in der Gemeinde Handorf. Wie viele Einwohner ungefähr hat die Gemeinde Handorf? Haben Sie das im Kopf? Das müssten so um die 8000 sein. Um die 8000, also eigentlich auch schon eine Kleinststadt, sagen wir mal. Ein Dorf ist es nicht mehr, oder ist es noch ein Dorf? Nennt sich Handorf, ne? Ja. Hat auch eine lange Geschichte. Ja, also hat auch eine dörfliche Geschichte. Ja. Okay, gut. Ich würde sagen, ich fange mal mit Frau Runge an. Ich fange mal mit der Schulleiterin an und mit Angelmodde. Angelmodde ist ja ein Stadtteil, das durfte ich ja auch lernen, der ganz unterschiedlich ist. Da gibt es Angelmodde-Dorf und es gibt Angelmodde-Waldsiedlung. Sie sitzen eher so Richtung Waldsiedlung, wenn ich das richtig sehe. Sie versuchen in diesem Stadtteil gute Bildung anzubieten. Warum ist das eine besondere Herausforderung? Ja, weil wir eben nicht Angelmodde-Dorf sind und auch nicht Angelmodde-West, sondern Angelmodde-Waldsiedlung. Das ist ein Stadtteil, der auf dem Reißbrett entstanden ist und im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, die Schule ist gerade 50 Jahre alt geworden und der Stadtteil wahrscheinlich ähnlich, im Laufe der Jahre haben sich viele Probleme ergeben. Also es sind seit 20, 25 Jahren sind die Wohnungen bezogen worden von Geflüchteten, von armen Menschen und entsprechend gehören wir zu den sozialen Schwerpunktschulen in Münster und deshalb ist unsere Bildungsarbeit besonders herausfordernd, weil wir eben sehr, sehr viele verschiedene Bildungsansprüche abdecken müssen, von Kindern, die gar keine Sprache sprechen, bis hin zu Kindern, die so im mittleren Bereich liegen, die aber andere Probleme vielleicht auch haben, als auch, und darum kämpfen wir immer, dass wir auch Bildungseltern aus dem Dorf zum Beispiel zu uns bringen, weil, und da setze ich mit der guten Bildung an, es aus unserer Sicht
ganz wichtig ist, dass Arm und Reich zusammen lernen können und voneinander profitieren können. Ich halte das für gesellschaftlich unglaublich wichtig, dass keine Trennung schon in der Grundschule oder in der Kita passiert, sondern ein gemeinsames Miteinander, ein sich begegnen, ein sich kennenlernen, ja, von Anfang an passiert. Aber das ist nicht so ganz einfach, die sagen wir mal, Eltern aus Angelmode-Dorf zu überreden, obwohl ihre Schule sehr erfolgreich ist, habe ich gehört, oder? Ja, ich komme jetzt frisch vom Tag der offenen Tür. Gestern war Infoabend, da waren nicht ganz so viele da wie hier heute. Aber ich bin so ein bisschen in Werbemodus. Also es ist eine gute Schule, aber es ist zum einen eine ganz harte Arbeit für die Kolleginnen und Kollegen, weil eben verschiedene Bedarfe zu bedienen sind. Und wir haben lange damit zu tun gehabt in den letzten 10 bis 15 Jahren, ja, dass Eltern dachten, Bildungseltern dachten, soll ich mein Kind auf diese Schule schicken? Die machen gute Arbeit, aber doch nicht für mein Kind. Mein Kind soll behütet aufwachsen. Was ist, wenn mein Kind mit Kindern zusammenkommt, denen es nicht so gut geht, die vielleicht Probleme haben? Da wird mein Kind vielleicht angesteckt, hat nicht genug Lernruhe. Das sind so die Probleme, mit denen wir zu tun haben. Mhm. Wie wichtig ist es, dass in Ihrem unmittelbaren Umfeld nicht nur, sagen wir mal, zugewandte Eltern sind, sondern auch gutes Wohnungsangebot? Spielt das eine Rolle dabei, wie Sie, wenn Sie Ihre Schule jetzt mal in 10 Jahren, 20 Jahren in die Zukunft denken? Also Wohnungssituation ist enorm wichtig. Also manche Familien, die jetzt besser situiert sind, die ziehen weg, weil die eben in Wohnungen wohnen wollen. Ich sage das mal so deutlich, die nicht von Schimmel befallen sind, die nicht feucht sind, sondern die für ihre Kinder ein gutes Lebensumfeld auch darstellen, wo sie auch gesund groß werden können. Es ist einiges passiert und das merkt man auch deutlich, dass mit der Sanierung einiger Wohnkomplexe bei uns auch die Eltern zufriedener werden, auch denken so, da kann ich wohnen bleiben. Aber das Problem verlagert sich dann auf andere Straßenzüge, weil irgendwo sind auch die Menschen, denen es eben nicht so gut geht. Die kommen dort unter. Ja, ganz zum Abschluss nochmal, Sie sind ja nicht alleine mit der Bildungsarbeit im Stadtteil, Sie haben viele Partnerinnen und Partner vor Ort. Was wünschen Sie sich von der Stadt, sagen wir mal, als Netzwerk, als Unterstützung vielleicht, wenn Sie in diese nächsten 10 Jahre gucken, Ihre Bildungsarbeit, ja. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Ja. Also eine Sache ist sicherlich, dass Projekte, die angestoßen werden, auch Bestand haben dürfen, wenn sie gut sind. Wir haben verschiedene Projekte, die wir hatten, die wir auch behalten durften, aber das ist immer auch ein Ringen und ein starkes Einsetzen seitens der Schule, um das wirklich gewährleisten zu können. Und da wünsche ich mir, da sehe ich mich manchmal mehr in der Rolle, die auch mal gefragt wird, nicht ich muss initiieren, das braucht unsere Schule, das braucht unsere Schule, sondern dass vielleicht auch mehr, so wie ähnlich wie das auf dem Zukunftsspaziergang wirklich auch war, dass man mehr auch zuhört, wo Probleme auch liegen und wo der Bedarf vor Ort ist. Dass man also mit den Menschen vor Ort, die vielleicht engagiert sind, die Ahnung haben, die Bevölkerung dort auch kennt, dass man da mit spricht und da gemeinsam Dinge entwickelt. Okay, also gemeinsam mit Ihnen Ideen entwickelt und nicht immer auf Anträge von Ihnen wartet, sondern dass das ein kooperatives Miteinander ist. Da sehe ich hier ganz viel Nicken. Vielen Dank erst einmal, Frau Runge, für diesen Einblick nach Angelmodde. Es gibt Fans im Raum, haben Sie gehört? Das soll so sein. Gehen wir mal in ein ganz anderes Dorf, nämlich nach Hanndorf. Wir haben ja einen Vertreter am Tisch, der sich sehr um das Gemeinwesen, um das Miteinander kümmert, weniger jetzt für Kinder und Jugendliche, wenn ich das richtig sehe, sondern Hanndorf ist ja ein Gebiet, ein Stadtteil, der durchaus auch mit dem demografischen Wandel zu ringen hat. Ist das so? Demografischen Wandel? Demografischen Wandel, ja, das ist so ein Planersprech, Sie haben recht, mit dem Älterwerden. Ja, genau. Also es heißt, ja. Hanndorf sei einer der älteren Stadtteile Münsters. Richtig. Ja, und auch es hat eine große Veränderung ja gegeben, tatsächlich von der dörflichen Struktur hin zu einem modernen, sich entwickelnden Stadtteil. Hatte einen großen Zuzug in den 70er Jahren, 80er Jahren. Und diese Menschen sind tatsächlich jetzt so im Rentenalter, Pensionsalter. Sie machen einen großen Teil aus.
Und wir durften feststellen bei der Flüchtlingsunterbringung in unserem Stadtteil, wo wir ab 2015 rund 400 geflüchtete Menschen im Stadtteil untergebracht haben, dass diese Personengruppe tatsächlich ansprechbar war für ehrenamtliche Begleitung dieser geflüchteten Menschen mit Spracherwerb, mit Patenschaften und so weiter. Das war ein sehr starkes Gut, was wir im Stadtteil entdeckt haben. Wir nennen sie die fitten Senioren. Oder ja. Ja. Gibt es nicht bei Ihnen auch dieses Ritter Rost? Nee. Nee, das ist, glaube ich... Das ist ein Kinderhaus? Nee? Okay. Ich dachte, dass es da auch nochmal dieses Netzwerk von Menschen, älteren Menschen gibt, die sich gegenseitig helfen. Ja, Anti-Rost. Anti-Rost, genau. Heißt Anti-Rost. Also ein Kinderhaus weiß noch gar nichts davon, das ist auch schön. Ja. Ganz kurz nochmal zum Thema Engagement, Gemeindearbeit, Gemeinwesenarbeit. Da hat sich ja in letzter Zeit, ich glaube, Münster ist auch noch relativ stabil, aber es ist ja, was die Gemeinden, die Kirchengemeinden, die Größe angeht, aber es sieht ja nicht so aus, als würden die Kirchengemeinden im Moment wieder wachsen. Und trotzdem ist Gemeindearbeit ja ein ganz wesentlicher Teil von Gemeinwesen. Wenn Sie jetzt an die Zukunft denken, in Ihrer Rolle als Pastoralreferent, woran muss auch die Kirche arbeiten in den Stadtteilen? Ganz klar, wir müssen uns mit den Vereinen, mit den Verbänden, mit den Gruppen im Dorf vernetzen. Mhm. Wir müssen als Träger, wie wir das zum Beispiel in unserem Jugendzentrum auch tun, einen Trägerverbund gebildet haben mit 4 Einzelträgern. Und wie wir gesagt haben, zusammen können wir so ein Jugendzentrum stemmen, können wir das tragen. Das ist ein Modell, glaube ich, das wir auch als Kirchengemeinde weitergehen müssen. Mhm. Gerade in so einem Stadtteil sich zu vernetzen. Wir konnten 2012 zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde das sogenannte ökumenische Sozialbüro gründen, wo wir für Menschen in Not zur Verfügung stehen mit einer Sprechstunde. Wir durften 2015 eine Kleiderkammer, darf man nicht mehr sagen, aber ein Second-Hand-Laden gründen für Menschen in Not. Das sind, glaube ich, die Punkte, die wir auch als Kirchengemeinde dann zukünftig immer mehr in den Blick nehmen müssen. Wenn Sie jetzt über den Zukunftsprozess nachdenken oder heute nachgedacht haben, haben Sie vielleicht ja auch an Handorf gedacht und sich überlegt, wie könnte Handorf von diesem Zukunftsprozess profitieren? Was wären die Themen, die in Ihrem Stadtteil behandelt werden sollten? Ich weiß nicht, wir haben darüber nachgedacht, dass wir, das ist allerdings ein Bedürfnis, das wir im Stadtteil haben, wir brauchen Räume zur Vergemeinschaftung. Mhm. Das wäre ein Zukunftsthema, das wir angehen müssen. Wir haben vor einem halben Jahr mit allen Vereinen und Verbänden des Stadtteils zusammengesessen und gesagt, das Gastronomiesterben findet auch in Handorf statt. Mhm. Und da ist es wichtig, sich zusammenzusetzen, wo können Vereine sich treffen? Der Schützenverein und. Wo können Menschen ein Beerdigungscafé abhalten? Weil uns die Räume und auch die Gastronomie verloren gegangen ist. Vielleicht müssen wir auch darüber nachdenken, ein Bürgerhaus oder ein Haus oder Räume zu rekurrieren, wo alle Vereine und Verbände im Stadtteil Zugriff drauf haben. Okay, ein Haus der Vereine. In dem das, was so früher so in der Dorfkneipe gelaufen ist, dann auch stattfinden kann. Genau. Okay. Unsere Vereine laufen am Limit, weil die Räume so benötigt werden. Okay, gut. Vielen Dank erstmal für den Einblick nach Handorf. Danke sehr. Ein ganz anderer Stadtteil nochmal wieder, Kinderhaus, ein großer Stadtteil, aber Sie haben schön die Brücke auch nochmal zum Ehrenamt und zum Engagement geschlagen. Sie stehen für einen Verein mit 2000 Mitgliedern, Westfalia Kinderhaus. Was würden Sie jetzt mal spekulativ sagen, was würde fehlen, wenn Ihr Verein nicht mehr ein Kinderhaus wäre? Auf jeden Fall die Buntheit. Wir sind ein sehr bunter Stadtteil, wir sind ein sehr bunter Verein, wir haben über 60 Nationen bei uns im Verein. Das würde mir fehlen. Ja, wie bewältigen Sie diese Vielfalt? Es ist ja wirklich auch eine professionelle Aufgabe. Sie haben mit Kinderhaus ja sowohl Menschen, sagen wir mal, die mit viel kulturellem und Bildungskapital ausgestattet sind, Menschen, die da weniger von haben. Wie gestaltet sich der Alltag in so einem großen Verein, was das angeht? Das machen fast nicht wir, das macht der Sport, die Integration. Mhm. Sport ist die beste Integrationsmaschine. Es ist nichts Besseres, als wenn 2 Kinder unterschiedlicher Nationalitäten hinter einem Ball herlaufen. Oder anderen Sportarten. Der Sport verbindet einfach. Wir können nur die Rahmenbedingungen setzen, das ist schwer genug,
Aber der Sport macht das seine. Mhm. Haben Sie denn in Ihrem Verein vielleicht auch Pass pro Toto stehen für andere Stadtteile und andere Vereine, auch Schwierigkeiten, ehrenamtlich stabile ehrenamtliche Mitarbeit zu bekommen? Also vom Schiri, sag ich mal, bis hin zum Vereinsvorstand? Sehr. Das umtreibt uns seit Jahren. Wir können seit Jahren feststellen, dass wir immer weniger Ehrenamtler finden. Das fängt an bei den Studenten, wo das Studium immer straffer wird, die weniger Zeit haben, die für die Finanzierung des Studiums Jobs annehmen müssen, die Geld bringen, das wir nicht zahlen können. Mhm. Wir haben einen enormen Bedarf an Trainern, an Ehrenamtlern in den Vorständen der Abteilungen, im Hauptverein. Das ist sehr schwer zu bekommen. Und wir werden bei der Größe, die wir haben, demnächst professionelle Hilfe einkaufen müssen. Das heißt, einen hauptamtlichen Geschäftsführer einstellen, weil wir die Arbeit ehrenamtlich so nicht mehr schaffen können. Okay. Und trotzdem habe ich gehört bei dem Spaziergang, dass Sie ja auch vereinsungebundene Angebote machen. Wie wichtig sind so Angebote, bei denen man nicht gleich mal Mitglied werden muss? Für den Verein wichtig, für den Stadtteil wichtig. Wir haben Sportkurse, wo man sich nur für 10-mal, 15-mal bindet. Wichtig ist uns aber auch der vereinsungebundene Sport, der ohne Anmeldung funktioniert. Da haben wir gerade das Problem, dass durch unseren Umzug, wir sind vor ein paar Jahren umgezogen, auf die kommunale Sportanlage Flächen weggefallen sind und der vereinsungebundene Sport kaum noch Plätze hat, wo er spielen kann. Mhm. Da hoffen wir immer um eine Lösung aus der Politik, dass der vereinsungebundene Sport, von dem wir nichts haben, aber der auch wichtig ist, im Stadtteil einen Platz bekommt. Okay, das heißt, auch Sie brauchen Fläche. Irgendwie brauchen alle Fläche in Münster, habe ich das Gefühl. Da scheint es das knappste Gut zu sein. Vielleicht zum Schluss, wir haben immer wieder die Schnittstelle auch zum Wohnen, zum Wohnungsangebot, immer wieder bauen können. Wie ist das bei Ihnen im Kinderhaus? Wie wichtig ist, dass es die Wohnungen und die Siedlungen in einem guten Zustand sind und vielleicht sich auch ausweiten? Wohnungen sind immer wichtig. Im Kinderhaus wird gerade viel geplant, viel gebaut. Wir rechnen damit, dass in den nächsten 6-7 Jahren 2000 neue Mitbürger hinzukommen. Wir rechnen für uns so mit 300, 400, 500 neuen Mitgliedern und wir sind ja jetzt besorgt, wie wir die unterbringen können. Wir müssen jetzt schon Kinder wegschicken, weil wir keine Trainer haben, weil wir keine Kapazitäten haben, um Training anzubieten. Das wird eine große Zukunftsaufgabe werden. Okay, vielen herzlichen Dank und vielen, vielen Dank auch an alle Ehrenamtliche, übrigens grundsätzlich an alle Ehrenamtliche, aber gerade die im Sport, dass sie da sind, finde ich. Einen besonderen Danke. Applaus wert. Gehen wir nach Amelsbüren, wieder ein ganz anderer Stadtteil. Frau Eimann, wenn Sie Amelsbüren charakterisieren würden für mich, ich war noch nicht da, ich muss es zugeben, wenn Sie es charakterisieren würden, was zeichnet Amelsbüren aus? Amelsbüren ist erstmal, was viele vielleicht nicht wissen, der flächenmäßig größte Stadtteil Münsters. Okay. Noch zeichnet Amelsbüren dörflicher Charakter aus. War früher, wie so viele andere Umlandgemeinden, eigenständiges Dorf und ist irgendwann zu Münster eingemeindet worden. Dörflicher Charakter heißt eben, man kennt sich noch, das ehrenamtliche Engagement ist noch hoch, man identifiziert sich mit seinem Ort. Kann man bei Ihnen noch einen Beerdigungskaffee organisiert bekommen in der Dorfkneipe oder wird es dort auch knapp? Nee, geht noch, das haben wir noch. Aber Amelsbüren ist aktuell ja sehr stark in Veränderung begriffen. Wir haben ja schon ganz viele Veränderungen in der jüngsten Zeit hinter uns gebracht. Genau, Sie haben wahrhaftig als Dorf ein Zukunftskonzept aufgestellt, also auch auf Ihr Betreiben hin. Erzählen Sie doch mal, warum haben Sie das gemacht? Was heißt das als Dorf, als Stadtteil ein Zukunftskonzept zu entwickeln? Es war eben die Sorge Amelsbürner und von uns, unsere Identität zu verlieren und auch eben, weil wir flächenmäßig so groß sind, der Zugriff auf uns ist natürlich sehr stark und immer größer. Wir haben also den Hansa Business Park zu uns bekommen. Es sind sehr viele Baugebiete neu ausgewiesen worden. Wir haben den Autobahnanschluss zu uns bekommen, die forensische Klinik zu uns bekommen, 5 Windräder zu uns bekommen. Also es war schon die Sorge, Amelsbürner Bürger ihren Stadtteil demnächst nicht wiederzuerkennen. Und da jetzt frühzeitig oder zurzeit
auch an der Gestaltung mitwirken zu können und mal klar und deutlich zu machen, das sind unsere Wünsche, das sind unsere Ziele, das ist was, was wir wollen und das ist das, was wir jetzt auch nicht mehr wollen. Und was ist dabei rausgekommen? Wo sagen Sie, hier darf durchaus auch Veränderung stattfinden in Amelsbüren? Haben Sie auch etwas gefunden, was Sie begrüßen würden, was noch kommen kann? Oder wollen Sie eigentlich eher sagen, nee, komm, Münster, bleib mal schön draußen, wir machen hier Amelsbüren? Nein, durchaus nicht. Wir sind ja auch Stadt Münster und wir sind auch gerne Stadt Münster. Wir haben also erstmal vom Verfahren her uns an die Stadt gewandt, auch ans Stadtplanungsamt gewandt und haben uns da, sind auch da sehr unterstützt worden. Das Stadtplanungsamt hat auch Gelder bewilligt. Wir haben die Zukunftswerkstatt Amelsbüren gegründet. Das wurde professionell begleitet von einem Planungsbüro. Da haben wir eine große Infoveranstaltung gemacht unter Einbeziehung aller Bürger. Es war ganz wichtig, da alle mitzunehmen, dass jeder sich beteiligen kann. Jeder kann seine Wünsche äußern. Wir haben die Leute ermutigt, auch groß zu denken, weit zu denken, auch eben perspektivisch zu denken, nicht nur bis ins nächste Jahr, sondern durchaus weiter. Es war wirklich spannend, welche Ideen und Vorschläge von Leuten gekommen sind, die man selber so nicht gedacht hätte. Als ganz kleines Beispiel zum Beispiel, wenn die Bahntrasse wirklich mal ausgebaut wird, also die Lünener Bahntrasse, warum kann man nicht dann zum Beispiel eine Fahrradschnellstraße, eine Veloroute damit gleich anlegen, okay, um die Erreichbarkeit nach Münster zu gewährleisten? Das sind so Dinge, von denen wir wissen, die werden jetzt nicht heute und morgen realisiert, die können wir uns aber durchaus vorstellen und es ist wichtig, sowas mal mit aufzunehmen. Und diese Vorschläge, die Sie da entwickelt haben, die liegen jetzt im Schatzkästchen der Stadt und ist dieses Schatzkästchen gerade geschlossen oder guckt auch mal jemand rein? Das ist natürlich jetzt immer so die große Herausforderung. Also man muss jetzt aufpassen, man hat natürlich durch so eine Aktion, wie wir sie gestartet haben, auch große Erwartungen geweckt bei den Bürgern. Und da muss man jetzt gucken, dass es auch weitergeht. Dass das jetzt nicht irgendwo in den Schubladen bei den Ämtern liegen bleibt, sondern dass da jetzt auch was mitgemacht wird. Das erfordert natürlich Abstimmung verschiedener Ämter, gucken, was ist finanziell machbar, was ist kurzfristig, was ist langfristig. Wir als Gewerbe- und Handwerkerverein, die da federführend sind, wollen da gerne immer wieder beharrlich bleiben und immer noch mal wieder erinnern und uns in Erinnerung rufen und sagen, hier, da war doch noch was. Gut, vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Eimann, für Ihr Engagement. Danke. Die Münsteraner Stadtteile sind ja was sehr Spezifisches. Jeder ist irgendwie ganz anders. Jeder hat seinen eigenen Charakter, seine eigenen Herausforderungen, seine eigenen Chancen. Und ich habe Sie ja darauf vorbereitet, dass ich Sie gebeten habe, mal zu überlegen, Herr Sauer, wenn Sie sich jetzt überlegen würden, Sie wären nicht in Handorf tätig, sondern in Kinderhaus und würden da Ihre Arbeit machen. Wie würde sich Ihre Arbeit verändern? Ja, Sie haben eben schon ein Stichwort genannt. Ich bin da ganz, habe da ganz neugierig drauf geguckt, dass es in Kinderhaus diese Gruppe gibt, Anti-Rost. Also das wäre sicher ein Punkt, der mich faszinieren würde. Also wie kann man fitte Senioren auch im Alter teilhaben lassen am gesellschaftlichen Leben, ihre Fähigkeiten, ihre Talente einbringen? Ich glaube, das Vereinsleben ist ein anderes in Kinderhaus, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass sich da einiges verändert. Man müsste, glaube ich, im Kinderhaus stärkerer Netzwerker sein. Ich weiß aber auch von Kollegen, dass auch die Kirche im Kinderhaus noch einen guten Stellenwert hat und auch in der Kinder- und Jugendarbeit mit großen Fortünen, glaube ich, arbeitet. Okay, also das heißt, es gibt sozusagen wirklich spezifische Dinge, die in Kinderhaus Ihrer Meinung nach auch anders laufen würden. Herr Hömberg, nun stellen Sie sich mal vor, Sie wären nicht in Kinderhaus, sondern in Amelsbüren mit Ihrem Sportverein. Was würde sich ändern? Wir hätten wahrscheinlich ähnliche Probleme mit dem Wachstum. Wir hatten vorhin schon gesprochen, dass Amelsbüren auch sehr groß wachsen wird, hatten wir gerade auch gehört. Wir haben auch aktuell einen sehr großen Sportverein, also der DJK bei uns hat enorme Zuwächse auch. Ja. Jetzt kenne ich die soziale Struktur nicht in Amelsbüren. Vielleicht ist die etwas andere als ein Kinderhaus. Vielleicht würden sich da Änderungen ergeben.
Ja, okay. Das heißt aber, es gibt dann auch immer wieder Gemeinsamkeiten, wo man sich ja auch überlegen kann im Zukunftsprozess, ob man auch voneinander lernen kann. Also wie können die Vereine, die Sportvereine das Wachstum organisieren? Ist ja eine offensichtlich durchgreifende Frage. Ja, keiner hat die absolute Lösung. Es ist immer toll, über den Tellerrand zu gucken, sich andere Vereine anzugucken, wie lösen die Probleme. Ich finde, da kann man viel sehen und viel abgucken. Man muss nicht immer die 1:1-Kopie machen, man kann aber einfach Ideen sammeln, wie man Lösungen angeht. Und Frau Runge, Sie in Handorf, wie wäre das? Ja, also als erstes würde ich das Begegnungszentrum, was dort gebaut wurde, mitten auf den Clemens-August-Platz bei uns setzen. Das finde ich sehr gut, das fehlt uns nämlich auch. Ja, ansonsten glaube ich, wenn ich, die Frage ist im Grunde, wie ich dort Schule machen würde. Ja, also was würde sich ändern, wenn Sie in einem anderen Stadtteil, würden Sie anders arbeiten? Ja, also... Nein, einfach ist ein Nein, ist auch gut. Ja, also ich würde natürlich gucken, wie ich vor Ort Dinge nutzen kann, neben dem Gemeinschaftszentrum mit schönen Räumen, für schöne Angebote natürlich. Also es ist natürlich eine Chance, wenn man auch mit, wie haben Sie die genannt, fitten, älteren Menschen, Senioren. Die über 39 sind? Nein. Also ich frage, dass da eine verstärkte Zusammenarbeit auch mit Schule, auch mit Grundschule möglich ist. Mhm. Also wir haben, bei uns haben wir bestimmt 5 ehemalige Kolleginnen, die in der Schule Tag ein, Tag aus da sind, die überhaupt nicht den Schlüssel abgeben und nach wie vor engagiert da sind, fördern, unterstützen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wirklich so ein breiter Fundus da ist, dass dann Öffnung von Schule durchaus in diese Richtung auch gehen kann, aber dann auch begleitet, weil nicht jeder, der über 55 ist, kann dann automatisch Schule und mit den Kindern was machen. Ja. Aber das Potenzial ist da und schicken Sie mal welche rüber. Ja. Direkt dazu? Ja, ich habe also insgesamt, glaube ich, noch einen Punkt, der uns ein bisschen verbindet, nämlich wenn wir so ein Bürgerzentrum oder ein Gemeinschaftshaus hätten, dann könnte man auch in den Stadtteilen mehr kulturelle Angebote platzieren. Der Drang, das war heute Abend ja auch schon Thema, der Drang ist natürlich, was diesen Punkt angeht, Musik, Kultur, Theater ist in die Innenstadt, auch die Jugendlichen zieht es in die Innenstadt. Mit so einem Angebot könnte man da vielleicht auch was, nennen wir es mal dörfliches oder stadtteilorientiertes Kulturangebot, platzieren. Das wäre zumindest meine Hoffnung. Mhm. Frau Eimann, die Frage an Sie, jetzt gar nicht auf einen Stadtteil bezogen. Sie haben so ein Zukunftskonzept gemacht mit Ihren Ehrenamtlichen, mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, mit den Bürgerinnen und Bürgern. Würden Sie das allen anderen Stadtteilen auch empfehlen, so einen Weg zu gehen? Unbedingt, kann ich nur empfehlen. Okay, und was würden Sie davon profitieren? Was würden Sie sagen, was hat man dann hinterher so in der Hand, wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt, was einen vielleicht auch nach innen stärkt? Also nicht nur die Forderungskataloge, sondern... Ja, das ist es auch. Also dies nach innen stärken, diese Identifikation nochmal stärken mit dem eigenen Stadtteil, sich auch seiner Stärken bewusst werden. Das ist auch ein Effekt, der bei uns deutlich geworden ist. Dieses Dörfliche auch als Stärke, als Besonderheit herauszustellen, das ist also auch nochmal klar geworden. Und natürlich auch gehört zu werden und seine Vorstellungen zu konkretisieren, das ist natürlich auch schon mal ganz wichtig dabei. Okay. Was ich ganz zauberhaft fand, jetzt hier bei unserem Gespräch, das leider schon wieder vorbei ist, ist, dass man merkt, dass ein Gespräch der Stadtteile untereinander durchaus auch Ideen produziert, die, von denen alle Stadtteile profitieren könnten und dass das Rennen sozusagen auf die Stadt im Sinne der Stadtverwaltung, jeder Stadtteil für sich, vielleicht ja auch, könnte es ein Teil des Zukunftsprozesses sein, dass die Stadtteile miteinander ins Gespräch kommen und schauen, wo sie wissen, aber auch vielleicht Ressourcen teilen können. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank für Ihre Arbeit und für Ihre Einblicke in Ihre Stadtteile. Danke sehr.